Hallöchen und willkommen hier auf dem Kanal Pflanzenwahnsinn. Ja, es ist schon ein bisschen länger her, dass ein Video gekommen ist, aber ich war gerade so am Tun und habe mir dann gedacht, ich nehme euch doch trotzdem jetzt mit. Und zwar haben wir hier ein neues Pflanzenprojekt für unsere neue Wohnung. Wie ihr sehen könnt, ist der Hintergrund nicht mehr der gleiche. Vielleicht gibt es dann auch mal eine Plant Tour in der neuen Wohnung. Aber jetzt bin ich gerade dabei, hier diese Kiste mit Pflanzen zu bepflanzen. Und zwar ist die Idee, dass die Pflanzen dann nachher an einem Gitter hochranken. Das zeige ich euch nachher. Aber ich werde jetzt zuerst hier, habe ich zweimal eine Heuja. Ich glaube, es ist eine Canosa. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Einmal links und einmal rechts die, und dann werde ich in der Mitte hier meine kleine Mikans-Steckis pflanzen. Ich habe insgesamt, da macht gerade noch ein Stab den Abflug. Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, sind insgesamt 6 kleine Steckis, die ich verpflanzen werde, und mal schauen, ob das was wird so. Also diese hier habe ich gerade schon so angepflanzt, dass sie eigentlich halten sollte. Vielleicht braucht sie nachher noch ein bisschen mehr Erde. Und hier bin ich gerade dabei, die Erde so rein zu tun. Ja, aber ich glaube, ich werde euch das mal im Zeitraffer zeigen, weil sonst wird das Video mega, mega lange und das braucht es ja nicht sein. So, ich habe mir gerade überlegt, jetzt die Mikanse einzupflanzen, aber ich werde zuerst ein bisschen Erde aufschütten, weil dieser Topf, ich zeige euch den mal, der ist schon recht tief, und wenn ich die so tief einpflanze, dann kommen die gar nicht oben raus, und das möchte ich nicht. So, jetzt ist die Erde ein bisschen aufgefüllt und die kleinen Baby-Mikanse können da auch rein. Oh, wenn sie denn aus dem Topf kommen wollen. Die haben sich schon so krass verwurzelt, dass die da gerade gar nicht rauskommen. Ich glaube, ich muss. Hoppala. So. Nummer 1 und Nummer 2. Dann haben wir hier Nummer 3 und Nummer 4. Mal schauen, dass ich die irgendwie ein bisschen ordnen kann. Habt ihr übrigens Erfahrung damit, Pflanzen so gemischt zu pflanzen? Oder pflanzt ihr auch immer eigentlich so wie sonst eine Pflanze oder eine Pflanzenart pro Topf? Oder wie macht ihr das? Es würde mich mal interessieren, oder ob ihr da schon Erfahrung habt, ob das übrigens überhaupt funktioniert, was ich da versuche. Weil es gibt ja auch Pflanzen, die harmonieren gar nicht so gut miteinander, und ja, die würden sich jetzt gegenseitig irgendwie die Nährstoffe so rauben. Ich mache da mal die Kamera ein bisschen anders, dass ihr mich auch sehen könnt. Die würden sich jetzt die Nährstoffe irgendwie rauben, so dass man sie nicht nebeneinander pflanzen würde. Das gibt es ja oft bei Kräutern oder so, dass man sagt, hey, die zwei sollte man jetzt nicht zusammenpflanzen. Kennt ihr das auch so von solchen Pflanzen, oder würdet ihr sagen, falls ihr schon Erfahrung habt, das könnte funktionieren mit Heuer und Philo in einem Topf? Ja. Das würde mich interessieren. So, ich habe jetzt hier ein kleines Chaos. Ich glaube, ich werde da einfach noch ein bisschen Erde draufschütten und dann hoffen, dass die da so wieder anwachsen. Sonst sieht es eigentlich ganz schön gut aus schon. Hier mal einen kleinen Topf nehmen. Ich habe übrigens hier auf der Seite die Erde liegen, deshalb
Das gehe ich da immer so aus dem Bild raus. Weil ich bin gerade wieder in der Küche und ich sollte hier die neue Küche nicht gleich schon verschmutzen. Ich muss mir aber einen anderen Ort suchen dann für Videos und all die Sachen. Ja, weil hier ist das Licht auch gerade nicht so, weil wie ihr sehen könnt, von hinten Gegenlicht. Und dann passt das nicht so ganz, finde ich. Weil es soll ja schon schön aussehen. So, auf der einen Seite der Pflanze hat es jetzt schon so viel Erde. Jetzt muss ich hier noch irgendwie die andere Seite mit Erde befüllen. Mal schauen, ob das klappt. So, ich glaube, mit der Bepflanzung passt das so. Ich werde jetzt hier für die beiden Heuers, weil die wirklich nicht gut wachsen ohne Ranghilfe, werde ich hier schon mal zwei Stäbe reintun. Das ist noch nicht der Stab, an dem sie eigentlich hochranken sollen. Ich habe hier gerade ein Mikansproblem. Da liegt noch einer quer. So, das sind eigentlich nicht die Stäbe, wo sie nachher eigentlich hochranken sollen, aber ich werde euch nachher gleich zeigen, was eigentlich das Ziel wäre mit diesen Pflanzen. Ja, denn wir haben hier so ein kleines Do-it-yourself-Projekt. Ja, also ich zeige euch nachher mal, wie das aussieht, wenn ich das noch mit Pflanzentape festgemacht habe. Und dann zeige ich euch noch, wo das hin soll. Und ich werde natürlich diese Pflanzen jetzt auch angießen. Ich habe unten extra eine Schicht so Granulat reingetan, damit da das Wasser nicht in der Erde stehen wird, weil ich habe hier keinen Untertopf. Der Topf hätte ein Loch, um das Wasser abzulassen, aber das werde ich nicht aufmachen können, weil ihr werdet sehen, wieso. Ja, ich zeige euch das jetzt mal. Ich zeige euch jetzt mal. Hier haben wir ein Klavier und man sollte ja eigentlich zwar keine Sachen aufs Klavier stellen, aber hier hat es jetzt schon die Black Velvet und die Dragon Scale und an diesen Wänden haben wir extra so ein Gitter montiert und da sollen nachher das Kistchen hin, also das kommt hier drauf und dann sollen die Pflanzen eigentlich hier hochranken und wir hoffen natürlich, dass das dann richtig, richtig toll aussieht. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet, ob das gut kommt oder nicht. Ich zeige euch jetzt noch kurz, wie das Ganze aussieht mit Befestigung und angegossen. Et voilà, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe hier die Erde ein bisschen angegossen, ganz viele durcheinander Mikanse und hier die Heuer, was ich immer noch nicht weiß, was es genau ist. Ich habe die jetzt hier einfach einmal festgebunden und oben wird sie sich wahrscheinlich ziemlich schnell selbst hinhangeln. Hier das gleiche, einfach einmal unten festgebunden. Und ja, ich werde euch natürlich dann ein Update filmen, sobald das dort steht, wo es hin muss. Das Klavier muss noch gestimmt werden und deshalb stellen wir das erst danach drauf. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses spontane, kurze Video gefallen. Lasst doch ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!